So, guten Morgen. Und zwar, wir haben heute Sonntag, ja, kurz nach 8. Heute geht es ja aufs Treffen mit den besagten 2 Stunden Fahrt, falls ich das schon erwähnt habe. Hier ist ja eigentlich alles in bester Ordnung. Ich werde nochmal hier natürlich ins Motoröl schauen, bevor ich jetzt hier 2 Stunden fahre. Diesel nochmal auffüllen. Und dann kann es ja eigentlich schon losgehen. Sauber ist er eigentlich jetzt halbwegs, trocken auch. Und ja, dann fahre ich mal raus und dann werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich zwischendrin mal anhalten bei 2 Stunden Fahrt. Zwischenübernachtung habe ich jetzt keine gebucht, aber mal anhalten, mal schauen, ob alles hier in bester Ordnung ist. Schauen, dass ich noch nichts verloren habe und dann sollte da eigentlich ja nichts weiter passieren. Und dann auf jeden Fall oben vom Treffen seht ihr auch einiges. Circa eine Stunde unterwegs. Habe jetzt hier mal, wir mal kurz recht reinfahren, aber Öltemperatur ist in Ordnung, Öldruck, naja, geht noch, das alles. Ja, von der Strecke her, ja, im Zeitplan liege ich, aber ich werde wegen später ankommen, wie es mir eigentlich recht ist, weil ich bin einfach zu spät losgefahren. Und ich hatte das kleine Problem hier mit der Bremse. Die ist jetzt noch lauwarm, aber die hat ja vorhin schon Rauchzeichen von sich gegeben. Das sollte man den Berg runter, da wird es wahrscheinlich nicht den Gang rauf tun. Jetzt kommt er natürlich noch hier vorne dann, hier hoch müsste ich dann so ungefähr von der Höhe. Bin ich mal gespannt, wie er sich am Berg schlägt. Aber bisher läuft eigentlich alles recht gut.
So, jetzt steht der Same hier wieder in der Halle. Bin noch gut vom Treffen heimgekommen. Das war außerdem sehr interessant. War ja das allererste Treffen von dem hier. Also zumindest seit ich ihn habe, ob vorher irgendwas war. Stand er 20 Jahre rum, ich denke auch nicht. Bis auf den Problem mit der Bremse gab es dann auch keine weiteren Sachen. Ich gehe davon aus, dass sie einfach ein bisschen schleift und ja, da können wir mal hinschauen. Generell muss ich mal schauen, hier drin sitzt ja die Bremse. Hier oben ist der Hebel Handbremse, hier unten ist der Hebel von der Fußbremse. Ob ich den Deckel hier überhaupt runter bekomme, wenn hier der Kotflügel drauf ist. Reifen muss auf jeden Fall runter. Ob der Kotflügel runter muss, das wäre dann erst so ein Winterprojekt. Das kann ich jetzt nicht auf die Schnelle machen. Aber mal schauen, wie man da generell rankommt. Ja, sonst war es auf dem Treffen auf jeden Fall sehr interessant. Samentechnisch war das der einzige, der auf dem Treffen ausgestellt war. Es war noch ein anderer dort. Der war so als Vorführtraktor dabei, ein bisschen neuerer, aber sonst sehr selten gesät. Und ja, generell sehr interessant, Wetter war top. Ich glaube, in der Auswahlvideos habt ihr auch gesehen, dass da ewig viele Leute dort waren. Und da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder hingehen. Und generell auch ein paar Leute getroffen, die privat ein paar Samen haben, die aber leider nicht damit da waren. Und ja, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Ich möchte nochmal hier ein bisschen Werbung machen für das Samenforum und die WhatsApp-Gruppe, die es gibt. Die Link stelle ich euch einfach unten rein. Und dann hänge ich jetzt hier noch am Ende ein paar Bilder ein vom Treffen von den Traktoren, die mir persönlich am meisten interessiert haben oder beziehungsweise auch ich am interessantesten fand. Und dann noch viel Spaß damit. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Into the night, I raise my hand to the fire,
but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?